So, willkommen zurück und es geht weiter. Schauen wir doch mal. Contracts keine am Start. Dann würde ich mal behaupten, wir können schon wieder so ein Droge. Fallschirm. Ich glaube, die Fallschirme haben wir jetzt durch. Sollen sie auch nicht übertreiben. Ich denke, wir können gleich mal die Atmosphäre und einen Orbit angehen. Lasst uns gleich mal versuchen, einen Orbit zu machen. Ich weiß nicht, wie wir jetzt von den Bauteilen stehen. Science können wir keine mehr einsacken oder verbraten. Deswegen, also für den Orbit brauchen wir ungefähr, haben wir den Seed-Schild? Jawohl, das ist nämlich ganz wichtig. Kaufen wir uns auch sofort. Den Separator, dann einen Fallschirm und nehmen wir diesen Fuel Tank. Also für den Orbit brauchen wir ungefähr so, ja, 3.500, 4.000 Delta V, 4.000 sind wir gut auf der sicheren Seite. Vorausgesetzt, die Rakete lässt sich auch einigermaßen steuern. Ich würde sagen, wir machen hier eine Two Stages Rocket. Und ich werde mich größtenteils von den Solid Boostern auch fernhalten, weil die wirklich extrem scheiße zu kontrollieren sind. So, wir sind bei 2710. Das reicht also noch nicht aus. Mist. So. Das war auch Mist. So wollte ich. So, 3.100. Die letzte Stage hat 1.500. Da noch einen mit rein. 300. Die haben wir. Gut. Würde ich hier machen. So. Haben wir denn schon Aerodynamik? Jo. Gut, finanziell sieht es gar nicht so verkehrt aus, würde ich behaupten. Jetzt gehen wir hier. Ist gut genug für mich. Würde ich sagen, reicht mir. Da nehmen wir auch vier Finnen. Ja. Hat diese Engine eigentlich Gimbal? Ja, die hat Gimbal, das ist schon mal sehr gut. Die werden wir also von Anfang an mit dazu nehmen, einfach dass die Rakete auch besser steuerbar ist.
Gut. Ich denke, wir können es uns auch erlauben, ein bisschen Science mit abzugrasen. Und da bin ich doch gleich mal dabei, dass ich das so versuche. Oh, wir haben hier was überschritten. 38 Parts. Okay, dann können wir das alles gleich mal wieder zurücksetzen. Dann muss es ohne die gehen. Jetzt sind noch 3 Parts zu viel. Das ist natürlich schon krass. Soll ich es ohne die finden versuchen? Oder lieber mit weniger? Machen wir doch hier einen raus. 4000. Und da 2 raus. 3885. Okay. Eieiei, es ist viel zu. Dann müssen wir eine Stage gehen. Ich will eigentlich diese 4 Booster unten auf jeden Fall haben. 32. Weg. Man darf ja auch nicht vergessen, diese Engines, die wiegen ja auch einiges. Also 1,5 Tonnen, das ist schon auf jeden Fall eine Hausnummer. Was haben wir jetzt? 30 und 24. Man sieht auch gleich beim Delta, wie wir haben deutlich weniger. Dann versuche ich es jetzt doch. Einfach nur mit 4000. Bin ich sehr zufrieden und eigentlich sollten wir jetzt auch die noch hinkriegen können. Genau, und jetzt haben wir auch noch 2 Sachen frei. Und dann wird es wohl auf den Goo-Kanister hinauslaufen. 2 Stück. Okay. Ich denke, damit können wir ganz zufrieden sein. 3870, 38. Wir könnten hier den Thrust noch ein bisschen runter tun. Deswegen. Also 65. 65. So, wir sollten relativ schnell starten. So. Orbit 1. Speichern das Ganze, die Crew. Ich denke mal, Jeb darf. Der hat auch noch keinen Stern. Und von daher können wir das Ganze mal starten. Wie gesagt, ich möchte relativ schnell loslegen. Nicht, dass die Rakete mir umkippt. Denke ich jetzt zwar nicht. Aber. Ja. So, ich werde sie gleich mal ein bisschen drehen. Um allein, wenn ich die Booster abwerf und schon den Gravity Turn mache, dass es mir nicht zum Verhängnis wird.
lässt sich jetzt erst richtig drehen. Schön aufpassen. Im Prograde bleiben. Hochthrotteln. Und jetzt kann man das auch wieder zurückdrehen. Bisschen Schub wegnehmen, dass ich jetzt so, da kann man jetzt doch deutlich rüberlenken, nachdem wir die Atmosphäre verlassen haben. Brauchen wir auch keine Angst mehr haben. Und ich jag ihn jetzt einfach mal bis. Sollten auf jeden Fall den Treibstoff im Visier halten. Bis 70 hoch. So, sollte gerade so ausreichen. Manövernodes haben wir natürlich selbstverständlich noch nicht. Das liegt nicht am Hard-Modus, das liegt am Karrieremodus. Und ja, wird knapp, Freunde, mit dem das Bild vom Chap ist hier ein bisschen. Bisschen schlecht, bisschen pixelig, ich weiß nicht warum. Okay. Sollte eigentlich ausreichen. So rüberkommen. So, was ich auf keinen Fall will, ist im Orbit stranden. Deswegen ist jetzt der Treibstoff wirklich das A und O. Es sollte eigentlich schon ausreichen. Ich werde jetzt voll Schub geben. Okay. Noch mal ein bisschen warten. Vorne noch mal Schub geben. Allzu viel Treibstoff haben wir nicht. 70, 80, perfekt. Ich würde sagen, wir haben unsere ersten beiden Contracts erfüllt, die wirklich von Bedeutung sind. Und werden hier jetzt erstmal ein bisschen Science sammeln. Das war nochmal was. Wahrscheinlich Near Kerbin. Jawohl. Den Crew Report auf Near Kerbin. EVA ist noch nicht möglich. Und das ist ziemlich ärgerlich, aber somit können wir auch die Biome noch gar nicht abgrasen. Dann werde ich jetzt auch mangels Treibstoff kein Risiko eingehen und auch wirklich bis zur Apoapsis fahren, damit wir hier gleich wieder auch in die Atmosphäre eintauchen beim Retrograden. Der läuft hier automatisch schon mal rein, das ist schon mal sehr praktisch. Da müssen wir nicht so viel lenken. Vom Strom her sieht es noch ganz gut aus. Und go. Ich würde sagen 25. Ja, kann man eigentlich ganz zufrieden sein.
bisschen vorspulen, bis wir in die Atmosphäre eintreten. Jetzt eben auch ins Tageslicht fliegen. So, die Stage brauchen wir nicht mehr. Wird insofern abgesprengt. Und ich weiß jetzt gar nicht, wo es KSC ist. Es müsste, glaube ich, hier auch in der Nähe sein. Ich glaube, hier ist es. Wir werden es also ein bisschen verfehlen, aber da ich jetzt da überhaupt nicht drauf geachtet habe, bin ich eigentlich ganz zufrieden damit. Es gibt Schlimmeres. Und soweit ich ja auch informiert bin, kriegt man mehr erstattet von der Rakete. Was jetzt in dem Fall nicht so ins Gewicht fällt, weil es ja eh nur die Kapsel ist. Wenn man näher beim KSC landet. So, was haben wir hier? Ja, gut, dass ich das noch gemacht habe. Hoffentlich fällt uns das nicht auf den Kopf. Aber ich denke nicht. Und ah, es entfernt sich von uns. Hitzeeinwirkungen haben wir noch nicht. Die gehen jetzt dann spätestens ab 50 sollten sie angehen. Ich glaube, es wird jetzt schon rot. Ja, jetzt. Ich weiß nicht, ob man den Physics Warp anlassen kann. Ich werde es im Hard Mode bestimmt nicht tun. Keine Chance. Und ich mache jetzt aus SAS aus. Ja. Also unsere Stufe hier hinten sollte keine Gefahr darstellen. So. Ja, wenn wir Glück haben, sieht ganz gut aus. Wir haben es sogar relativ gut erwischt. Am Ende knallen wir hier in die Berge. Was auch auf jeden Fall zu vermeiden wäre. Und ja, gleiches Lied wie immer. Auch wenn es mal wieder länger dauert, aber ein sicherer Eintritt in die Atmosphäre, der dann eben auch länger dauert, ist mir doch auf jeden Fall lieber, weil der Chap liegt mir schon sehr am Herzen und die Startkörbis, alle anfänglichen Körbis, mit denen die Karriere auch begonnen wird, möchte ich schon so lange wie möglich am Leben halten. Ich mache mir da nichts vor. Selbst mit hunderten Stunden Spielerfahrung und auch wenn man schon tausendmal das gleiche gemacht hat, da hinten der Mond, sehr schön. Ja, ist es einfach so, dass immer wieder Fehler passieren und unvorhersehbare Sachen sind und teilweise eben auch Glitches. Aber eigentlich in den seltensten Fällen, in den meisten Fällen, macht man selber irgendeinen Scheiß und kann es dann gar nicht fassen. Deswegen, ich muss auch echt sagen, zum allerersten Mal Hard Mode, es ist nervlich schon sehr anstrengend und auch nervenaufreibend, weil man will wirklich keinen Fehler machen. Und man darf keinen Fehler machen, weil sonst kann man gleich neu anfangen. Und hör auf heiß zu werden. Also viel vorsichtiger kann ich eigentlich auch nicht in die Atmosphäre eintreten. Und allzu hoch war unser Orbit auch nicht. Was wird denn da heiß? Das können ja eigentlich nur die Gu-Kanister sein.
Also ich denke mal, notfalls werde ich auch das Heatschild absprengen müssen. Weil ich mir jetzt gar nicht sicher bin, ob die Gu-Kanister, ich glaube 500, nee 50 Kilo wiegen die, also sollte der Fall schon eigentlich schon packen. Dann können wir das Heatschild auch recovern. Ja. Jedenfalls, das kommt mir überhaupt nicht bekannt vor. Das KSC ist anscheinend... Ah, okay, alles klar. Wir haben uns jetzt doch so weit verkürzt. Okay. Explodiert ist nichts. Ja. Also Fehler passieren, gar keine Frage. Und durch diesen Hard Mode ist es nochmal wirklich eine ganze Ecke heftiger. Also ich habe zum Beispiel jetzt meinen Daumen schon auf der Leertaste für den Fallschirm. Und angenommen, ich würde da jetzt aus Versehen draufkommen, aufgrund von Unachtsamkeit oder Nervosität, und schon wäre es um Chap geschehen. Und das merkt man. Das hätte ich mir vorher zwar denken können, aber habe es vorher noch nie so erfahren. Und erst jetzt, wo ich den Hardmode auch wirklich spiele, und zwar ernsthaft spiele, also ich habe mir da auch wirklich was vorgenommen, merke ich, was das auch für eine Anstrengung auch sein kann. Und das ist jetzt erst am Anfang. Also ich möchte gar nicht wissen, wenn wir dann zu Joule fliegen oder eventuell sogar wirklich Eve angehen, wie das Ganze ohne Quicksave laufen soll. Also da werden Stunden und Tage und Wochen drauf gehen. Bis man da mal... Und da ist es eh klar, dann erstmal mit Sonden hinfliegen und wirklich auch schauen, dass man die gleiche Masse wie mit einer bemannten Wessel hat. Also so ist zumindest der Plan. So, wir sind in der Wüste gelandet. Denkbar ungünstig. Oh, das kam schneller, als ich gedacht habe. Das war schon wieder Glück, Freunde. Also diesmal... meine Nerven. Meine Nerven. Oh. So. Immerhin können wir hier was abgrasen. Und dann hat sich das doch rentiert. So. Mit der Mission bin ich jetzt sehr zufrieden, wie sich wahrscheinlich auch die meisten denken können. Und zwei Contracts, die zugegebenermaßen auch sehr ähnlich waren. Wenn man der Atmosphäre entkommt und ein bisschen Plan von dem Spiel hat, dann ist es nicht mehr allzu weit, um auch in den Orbit zu kommen. Relativ wenig Science. Aber soll uns auf jeden Fall ausreichen. Wir haben hier Orbit. Das hat jetzt mal schön Geld gegeben. Ein paar Milestones. Auch nicht verkehrt. Ja, wir haben fast 300.000. Das bedeutet, wir können fast das schon freischalten. Ich wäre aber eher schon dafür. Das ist auch die Frage. Also im Normalmodus, den ich auch nicht ernsthaft gespielt habe, aber immer so bis Duna, ein paar Satelliten, da habe ich immer als erstes das freigeschalten, um mehr Contracts zu bekommen. Aber jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher. Soll ich das wirklich freischalten? Jetzt bin ich aus Versehen hier rein, aber
da habe ich eigentlich gar nichts verloren, zumindest jetzt noch nicht. Ich gedenke, das am Anfang völlig in Ruhe zu lassen. Ich wollte eigentlich hier rein. Kosten die irgendwas, wenn man die sich holen will? Next Hire. Ich glaube schon. Das wäre fatal. 131.000. Der ist ja nicht gerade billig, der Typ. Kosten alle. Kann sich jemanden ausruhen. Interessant. Okay. Ja, Space Planes. Auch nicht so mein Ding. Also wer hier weiter zuschaut, der wird primär Raketen zu Gesicht bekommen. Ich schaue jetzt einfach mal, was es für Contracts gibt.